Was geht ab, Leute? Represent Germany. Ja, Leute, heute wieder alleine ohne Reezy Machiavelli. Nächste Woche wieder gewohnt, ist er wieder am Start. Und ja, Leute, ich bitte um Entschuldigung oder um Verständnis. Ihr wisst ja alle schon Bescheid. Nächste Woche wieder wie gewohnt und heute wieder das letzte Mal alleine. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit Reezy Machiavelli. Ja, wir haben heute trotzdem richtig geile Themen am Start. Das heißt, es wird super interessant heute. Nämlich haben wir das Album von Destroy Lonely. Darüber werden wir sprechen. Und dann haben wir das Album von IDK. Viele von euch haben mich gefragt, Eli, kannst du vielleicht in der nächsten Folge darüber sprechen? Definitiv kann ich das machen. Dann haben wir das ganz große Thema NBA Youngboy vs. Lil Durk, beziehungsweise auch noch vs. DJ Academics. Was da jetzt gerade passiert ist, die letzten Tage, darüber werden wir sprechen. Natürlich auch über Lil Durk, weil er nächste Woche ein Album droppt. NBA Youngboy ja dementsprechend auch, Mixtape. Darüber werden wir auf jeden Fall reden. Und dann zu guter Letzt, ja, Tory Lanez. Ihr wisst ja schon, was passiert ist mit Megan Thee Stallion, muss man nicht wieder aufmachen, aber er und sein Anwalt, die haben versucht, das Beste aus der Situation rauszuholen, mit einem Retrial, also auf Berufung zu gehen sozusagen, aber keine Chance, Tory Lanez muss ins Gefängnis. Was das Ganze bedeutet, darüber werden wir auf jeden Fall am Ende sprechen. Aber fangen wir an mit dem Album von Destroy Lonely, If Looks Could Kill heißt das Album. Ja, viele von euch waren sehr gehypt auf das Album, viele von euch haben mir geschrieben, Eli, machen bitte ein Album-Review. Ich habe mir das aufgespart für die Podcast-Folge. Und ich persönlich war selber, ich würde nicht sagen gehypt, aber ich habe mich sehr auf das Album gefreut, auf jeden Fall. Weil, ey, ich bin schon ein Playboi Carti-Fan. Ich feiere seine Musik. Ich bin nicht der größte Playboi Carti-Fan. Der kriegt von mir auf jeden Fall auch immer Kritik und alles. Aber ich respektiere auf jeden Fall auch das Label Opium. Und dementsprechend auch Destroy Lonely als Künstler, Ken Carson und alles so. Ich verstehe das. Ich verstehe immer mehr diesen Hype dahinter und dieses Movement, was da passiert. Dementsprechend war ich schon auf das Destroy Lonely Album gespannt. Das Album ist draußen, 26 Songs. Keine Feature-Gäste, außer Ken Carson ist, glaube ich, nur drauf als Feature-Gast. Oder ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier richtig gesehen habe. Ja, Ken Carson war der einzige Feature-Gast. Meine Meinung zum Album, ja. Auf Twitter, dieses Album ist ja wirklich getrendet. Viele, viele haben das repostet, gesagt, das ist das krasseste Album überhaupt dieses Jahr. Das ist ein sehr, sehr geiles Album, sehr gutes Album. Dementsprechend war ich ja auch sehr gespannt auf das Album, habe das Album dann dementsprechend gehört und muss sagen, an vielen, vielen Punkten verstehe ich das. An vielen, vielen Punkten verstehe ich das, dass dieses Album wirklich, wirklich gut ist. Aber mit 26 Songs ist es. Alter, ich hab Husten, what the fuck. Mit 26 Songs ist es extrem schwer, dieses Album wirklich im Ganzen zu genießen, muss ich wirklich sagen. Weil dieses Album hat jetzt nicht genug Abwechslung, dass man jetzt sagen kann, okay, das war eine nice Listening Experience für mich persönlich. Ja, weil dieser Sound ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig für viele alte Hip-Hop-Fans. Ich glaube, die etwas jüngeren unter euch, die verstehen diesen Film vielleicht ein bisschen besser als der eine oder andere. Und können vielleicht ein bisschen besser die Unterschiede in den Songs verstehen, so. Aber ich muss trotzdem sagen, so vom Soundbild her war das natürlich sehr, sehr ähnlich. Da waren einige Songs, die sehr rausgestochen haben. Die habe ich hier markiert. Einmal New New, für mich ein sehr, sehr geiler Song gewesen. Which Way, für mich auch ein extrem geiler Song gewesen. Da waren wirklich viele Momente auf dem Album, wo ich dachte, boah, der Sound ist hier richtig krass, der Sound ist hier neu. Vor allem auch immer diese E-Gitarren-Elemente. Auf diesem Album fand ich sehr, sehr krass. Allgemein, Playboi Carti nutzt das ja auch für seinen Sound sehr gut. Ich mag solche Dinge sehr, sehr gerne in Alben. Und das hat man ja auf dem Album gehört, das hat mir sehr gefallen. Ich meine, Destroy Lonely hat ja auch einen Kurzfilm zum Album gedroppt. Also, es hat ja ein Gesamtpaket, das Album. Ja, viele haben auf das Album lange gewartet. Und es ist vom Grunde genommen ein gutes, solides Album, aber einfach nur viel zu lang. Ja, viel zu krass in die Länge gezogen. Viele Songs, die für mich einfach nur richtige Filler waren, für mich einfach fast identisch mit dem anderen Song gewesen sind, wo ich halt dachte, okay, da hätte man vielleicht einiges minimieren können, da hätte man vielleicht, manchmal ist weniger mehr in vielen Punkten, ja. Ich bin allgemein kein großer Fan von langen Alben, ja, es sei denn, du bist mein absoluter Lieblingskünstler wie fucking Yay oder sowas, da würde ich 30 Songs Alben hören, gerne von so Künstlern, die ich sehr krass feier, macht ja eigentlich auch Sinn. Aber jetzt für den Sound hier, ja, ich meine, Yid macht das ja auch mit seinen letzten Alben, dass die Alben relativ lang sind, ja. Für diesen Sound denke ich mir immer, Bro, lass es doch ein bisschen kürzer, ja. 15 Songs maximal, dann hat man einfach nicht das Gefühl, dass sich jeder Song gleich anhört. Und dann ist die Listening Experience einfach viel, viel besser für den Hörer, so denke ich mir immer.
bei solchen Alben mit dem Sound, ne? Ja, im Großen und Ganzen war es ein solides Album, war okay. Mein großer Kritikpunkt habe ich ja gerade angesprochen, viel zu lang. Viele Songs waren einfach unnötig, beziehungsweise haben sich genauso angehört wie ein anderes Song. Ich denke aber dennoch, dass Dijon Lonely ein sehr, sehr interessanter Künstler ist für die Zukunft, einen sehr, sehr interessanten Sound hat und super natürlich auch zu Opium passt. Und vor allem diese Fanbase, die sie jetzt die letzten Jahre aufgebaut haben, absolut krass. Ich weiß nicht, ob Dijon Lonely vor kurzem in Deutschland war. Ich glaube, ich glaube, er war vor kurzem in Deutschland. Ich meine, er hat auch in europaweit eine krasse Fanbase. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Ken Carson war oder Dijon Lonely, wer von den beiden jetzt hier in Deutschland war, oder ob beide in Deutschland waren, weiß nicht, aber einer von denen auf jeden Fall. Aber wie dem auch sei, beide haben eine extrem krasse Fanbase, international, nicht nur in Amerika, auch in Europa hier. Und ich glaube, die können wirklich eine krasse Zukunft vor sich legen. Und ich sehe das auch mit dem Sound, definitiv. Also ich bin jemand gewesen am Anfang, der sehr, ja, ein bisschen. Ich habe den Sound am Anfang nicht gepeilt, ja, ich habe das am Anfang nicht gefühlt, aber ich habe mir einfach trotzdem den Ruck gegeben oder die Chance gegeben, einfach diesen Sound einfach wirklich mehr und mehr zu hören, mehr und mehr zu verstehen. Ihr wisst ja, ich war der größte Hola Red Hater, ja. Aber jetzt sehe ich ja den Einfluss, ne, was da gerade passiert mit den Künstlern. Immer noch ist es kein Top-Album für mich, aber es ist ein sehr, sehr einflussreiches Album. Und ohne solche Alben hätten wir, glaube ich, Künstler wie Dijon Lonely nicht oder Ken Carson, die jetzt gerade bei Opium gesigned sind unter Playboi Carti. Und ja, gutes Album gewesen. Viele Songs, die ich cool fand, nice fand, aber dementsprechend auch sehr viele Songs, die einfach absolute Filler waren, fast identisch waren mit dem nächsten Song. Das ist mein Kritikpunkt. Ich glaube, da muss er sich einfach ein bisschen besser machen, was das angeht, ne? Kürzere Alben machen, und ich glaube, dann kann das auf jeden Fall was werden. So, dieses Album, wie gesagt, war nicht schlecht. Da waren viele Songs, die ich gefühlt habe. Ich denke, auf Festivals wird dieses Album sehr, sehr gut abgehen. Da waren neue Sounds drauf, neue Elemente. Ich habe ja gerade schon angesprochen, diese E-Gitarren-Elemente sind extrem geil hier auf diesem Tape gewesen. Frag mich auch gerade, ob das so live eingespielt wurde oder ob das irgendwie, ihr wisst, aber müsste eigentlich auch eingespielt werden, weil ich sehe ja auch Playboi Carti manchmal auf Shows, wie er da mit den Gitarristen da abgeht, ist so krass. Ich bin ein Riesenfan von E-Gitarren und ich habe das echt gefühlt, wo ich das hier auf dem Album gehört habe. Aber gut, genug gesprochen über Dijon Lonely. Machen wir weiter mit IDK. Ja, ich ganz kurz einmal das Album hier aufmachen, damit ich sehe, was wir hier haben. Ja, F65 heißt das Album. Frag mich nicht, was es bedeutet. Irgendwas mit Formel 1, irgendwas mit Rennen, Sport. Wer weiß, keine Ahnung. Aber so auf jeden Fall interpretiere ich dieses Albumtitel, beziehungsweise man hört es auch im Album sehr oft, dass man diese schnellen Autos im Hintergrund hört oder diese Rennwagen im Auto im Hintergrund hört. Das hört man schon sehr häufig auf dem Album. Und das war, glaube ich, auch so Theme, wenn man sich auch das Albumcover anguckt, in Rennanzug, so mit Helm und alles. Also das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Anspielung darauf. Dieses Album hier, sehr viele Feature-Gäste, ich zähle mal kurz auf. Enelie Chapa haben wir. Juicy Fruit, Sample gewesen. Saucy Santana, sehr interessantes Feature. Music Soul Child, sehr, sehr guter Sänger gewesen. Rich the Kid, Snoop Dogg, Benny the Butcher. Und ja, Hardcore, gutes Album. Ja, viele von euch haben mir geschrieben und gesagt: Ey, Eli, bitte rede über das Album, erwähne das in der nächsten Podcast-Folge. Und ey, ich habe mir das Album reingezogen. Ich meine, für mich IDK ist sowieso ein krasser Künstler, schon seit Ewigkeiten. Aber dieses Album war wirklich, wirklich, wirklich eine Listening Experience, ja. Das Album hat 22 Songs, auch relativ lang, aber dafür waren diese Songs relativ kurz, ne? Und das hat jetzt anders wie bei Destro Lonely sehr, sehr viel Abwechslung. Sehr, sehr viel. Also das hatte wirklich einen roten Faden. Also du hast wirklich die ganzen Unterschiede in den Songs gehört, du hast diese neuen Elemente, die dazu gekommen sind. Das war wirklich eine richtig geile Listening Experience, muss man wirklich sagen. Also, mir hat der Song extrem krass gefallen. Der hat hier über verschiedene Themen geredet. Ich meine, er redet auch immer sehr oft darüber, dass er in der Mittelschicht aufgewachsen ist. Und es ist eigentlich voll verrückt, dass man sich irgendwie dafür schämen muss, aus der Mittelschicht zu kommen. Und jetzt nicht irgendwie, ja, broke ist. Eigentlich voll krass, dass man sich dafür schämen muss oder das überhaupt thematisieren muss. Finde ich krass. Aber ja, das Album war wirklich krass. Das Album war wirklich richtig krass. Jeder Feature Guest
hat hier wirklich abgeliefert. Sei es Annelie Ciapa, sei es auch Sussy Santana. Ja, Sussy Santana, sehr riskante Feature-Gast gewesen, weil ich natürlich in der Hip-Hop-Welt Homophobie ist immer noch ein relevantes Thema, so muss man einfach mal so offen und ehrlich sagen. Und wenn du dann einen Typen hast, der halt über sehr explizite Sachen rappt auf Songs, natürlich gibt es immer wieder Kommentare, wo Leute sagen: Boah, wie kannst du das machen? Und hey, wieso willst du jetzt unbedingt einen Rapper auf ein Album holen, der gay ist? Aber ich glaube, damit bricht man auch solche Sachen. Damit, wenn man einfach diese Risiken eingeht und einfach sagt: Ich scheiß drauf, ich mache einfach mal was anderes. Nehme jetzt vielleicht mal einfach einen Feature-Gast, der für viele vielleicht kontrovers ist, aber ich mache das einfach trotzdem, damit wir gewisse Dinge im Hip-Hop anders machen in Zukunft, ja, und nicht irgendwie verurteilen und ey, guck mal, leben und leben lassen, weißt du mal? Wir lernen dazu und ich fand Sussy Santana wirklich passend auf dem Album. Ist ein interessanter Künstler, ich persönlich höre jetzt nicht die Mucke von der Person, weil ich einfach mich nicht damit identifizieren kann, obviously so. Aber trotzdem fand ich das ein guter Part, hat gut zum Song gepasst, auch zum Sample an sich gepasst. So. Das ist ja auch super, der Sound, den er macht. So. Deswegen fand ich das cool, war ein riskanter Feature-Gast, so, wegen einfach die Außenreaktion von Leuten, die dann vielleicht am Haten sind und sagen: Ey, warum machst du das? Und boah, ich kann mir den Song gar nicht geben, weil der drauf ist. Einfach drauf scheißen, das Risiko eingehen und sagen: Ey, lass uns im Hip-Hop nicht mehr so sein wie damals, sondern einfach auch diesen Schritt wagen. Und offen sein, was das angeht. Und passt einfach. Ne? Also ich fand das perfekt, sehr geil gemacht. Rich the Kid, auch extrem krass performt. Ich bin nicht der größte Rich the Kid-Fan. Einfach weil für mich gab es hier und da auf jeden Fall krasse Tracks, krasse Hits. Und ich meine, er hat auch eine gewisse Ära auch geprägt. Aber ich bin nicht der größte Rich the Kid-Fan am Ende des Tages, so, weil ich glaube, seine Karriere war einfach auf der Länge einfach nicht krass so. Aber Snoop Dogg, darüber reden wir gleich, aber ja, Rich the Kid hat hier trotzdem auf dem Album richtig, richtig geil performt, ja, und da merke ich auch so, der hat wirklich die Feature-Gäste sehr, sehr gut ausgesucht, die extrem gut zum Song gepasst haben und die wirklich, er hat wirklich das Beste aus den Künstlern hier rausgeholt, ja. Snoop Dogg war auch kurz drauf, jetzt nicht gerappt, ich glaube, der hat einfach nur kurz was gelabert über seine Frau, weil in dem nächsten Song ging es auch darum, weil Snoop Dogg darüber gesprochen hat, wie viele in Death Row gesagt haben: Ey, ich trenne dich von deiner Frau, die macht dir doch nur Stress und scheiß auf die, dies und das. Aber Tupac hat zu ihm gesagt: Ey, die Frau liebt dich, halt fest. Und er meinte: Ey, jetzt sind wir seit 25 Jahren verheiratet und ich habe auf Tupac gehört. So, und dann hat IDK dann dementsprechend im nächsten Song über dieses Thema gesprochen, über diese Liebe gesprochen, über dieses: Ich möchte mit dieser Frau, die ich gerade im Kopf habe, wachsen und Kinder bekommen eines Tages und einfach eine Familie gründen und dies und das. War das eine schöne Einleitung auf jeden Fall. Und das hat mir sehr gefallen. Deswegen hat Snoop Dogg auf jeden Fall seinen Part auf jeden Fall gemacht. So, ne? Aber für mich trotzdem der beste Feature-Gast auf dem Album war definitiv Benny the Butcher. Ach du heilige Scheiße, was ist das bitte für ein Rapper, Alter, Mann? Sein Part war leider für mich viel zu kurz. Hätte gerne ein bisschen länger rappen können. Für mich auf dem Song Up the Score unnormal krass performt. Richtig geile Energie zwischen ihm und IDK. Hammer-Song gewesen. Und natürlich Music Soulside, also auch als Feature-Gast zweimal, beziehungsweise einmal richtig auf dem richtigen Song und einmal war ja so Interlude-mäßig. Unnormal geile Stimme, unnormal geil den Song so. Einfach perfekt. Wirklich perfekt. Also das ist echt so ein Album, wo ich wirklich sage: Boah, Alter, Feature-Gäste, jeder hat seinen Part gemacht. Jeder hat sein Ding gemacht, jeder hat wirklich das gemacht, was man hätte machen sollen. Sehr, sehr, sehr top. Wirklich sehr, sehr top Album. Die ganzen Sound-Switches und dies und das, die Beat-Switches. Auch die Lyrik von IDK auf dem Album, die Art und die Technik, wie er rappt, wie er dann auch hier und da auch singt und also wirklich sehr, sehr talentierter Künstler. Und alle, die es noch nicht gehört haben, ihr seht gerade, wie ich schwärme. Gebt euch das Album von IDK auf jeden Fall. Ein Hammer-Album, Hammer-Rapper, Hammer-Künstler, der auch vor kurzem auch ein sehr, sehr geiles Tape gedroppt hat. Aber jetzt mit dem Album definitiv für mich ein Rapper geworden ist, den ich definitiv in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr hören werde. Gehört jetzt gerade wirklich mit zu meinen Favorite-Alben, die dieses Jahr rausgekommen ist, weil es einfach für mich soundtechnisch auf einem hohen Niveau ist. Ja, hat mir ein bisschen mehr gefallen als Teacher Lonely, definitiv. Also, was heißt besser, hat mir schon um einiges mehr gefallen als das Album von Teacher Lonely. Aber das ist auch nur meine Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinungen zu dem Album an alle, die jetzt gerade auf Spotify, Apple Music zuhören. Jetzt auf YouTube rübergehen, wenn das Video draußen ist, und gerne einen Kommentar ablassen, wie ihr die zwei Alben findet. Und ja, würde mich sehr interessieren.
Kommen wir aber jetzt zum nächsten Thema, zum ganz, ganz großen Thema. NBA Youngboy Lil Durk. Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Reezy Machiavelli, wir haben das Thema schon mal aufgemacht. Ich will das Thema jetzt nicht nochmal jetzt ins Detail angehen, weil, guck mal, ihr müsst eine Sache wissen, wenn ihr unsere Podcast-Folgen guckt. Deswegen solltet ihr immer jede Woche eine Podcast-Folge gucken. Ja? Das heißt, wenn ihr ein Thema nicht versteht, wir haben in einer hohen Wahrscheinlichkeit schon mal über dieses Thema intensiv gesprochen und wir gehen jetzt davon aus, dass ihr vielleicht gewisse Thematiken schon checkt. So, ne? Deswegen bitte nicht übel nehmen, wenn ich immer auf alles komplett eingehen können, weil wir haben das schon sehr, sehr oft besprochen, dieses NBA Youngboy Dirk-Thema. Und ich hoffe, ihr wisst, was gerade da abgeht, was da die Roots sind mit dem Streit. Aber definitiv ist es ja auch natürlich auch in Verbindung mit King Von und mit dem Tod. Und da waren sehr, sehr viele Streitigkeiten, die dann einfach am Ende des Tages eskaliert sind. Und mit Crown Jewel natürlich auch die Verbindung und alles. Aber gut. DJ Academics war live auf Twitch und ein Fan hat gefragt, ob NBA Youngboy und Lil Durk sich noch beefen. Irgendwie so in dem Kontext. Und die Antwort für DJ Academics war sehr interessant für viele Fans und hat für sehr viele Furore auch gesorgt, beziehungsweise auch für sehr viel Freude natürlich auch für viele Fans gesorgt, weil DJ Academics hat gesagt, die beefen nicht mehr, da ist kein Beef mehr. Beef ist squashed. So. Und viele haben sich natürlich gefreut, haben sich gedacht, ey, ist doch geil, ist doch nice. Hört sich doch gut an, so, ne, wenn der Beef jetzt gesquashed ist, so, weil, ey, wir wollen doch, jetzt mal Hand aufs Herz, wir wollen doch keinen Krieg, wir wollen Frieden, wir wollen am Ende des Tages, dass alle Parteien cool sind. Wir haben keinen Bock darauf, dass sie sich da großartig streiten über Jahre, so, ne, das wollen wir alle nicht. Und ja, dementsprechend gab es dann im Internet sehr viele Reaktionen drauf und viele haben auch so ein bisschen hinterfragt, ob das wirklich ernst ist, was die Jack Adams da gesagt hat. Und dann ist NBA Youngboy durchgedreht, ja, auf Social Media. Hat DJ Academics extrem beleidigt und ihr müsst verstehen, DJ Academics und NBA Youngboy hatten eigentlich immer eine sehr, sehr gute Beziehung, beziehungsweise Academics ist ja einer, der wirklich auf jeden Rapper losgeht, aber NBA Youngboy, mit denen hat er eigentlich immer eine ganz, ganz gute Beziehung oder hat immer versucht, respektvoll ihm gegenüber zu bleiben, weil Academics NBA Youngboy auch als Musiker extrem krass feiert, so, ne? Dementsprechend kam das sehr überraschend, dass NBA Youngboy dann durchgedreht ist und gesagt hat, ey, ihr redet zu so viel, labert Scheiße, bla bla bla. Und da war natürlich klar, okay, der Beef ist anscheinend nicht gesquasht, weil NBA Youngboy das nicht so gefeiert, als Academics auf die Frage geantwortet hat, dass der Beef gesquasht ist. So, ne? Und was Lil Durk macht in letzter Zeit, ist, glaube ich, eines der Gründe, warum NBA Youngboy das Ganze nicht so lustig fand oder das nicht so gefeiert hat, dass DJ Academics so geantwortet hat. Denn wenn du Lil Durk fragst, er wurde ja auch gefeuert, aber darauf kommen wir später, wenn du Lil Durk fragst, ey, was ist eigentlich mit dem und dem? Hast du da Beef? Antwortet er immer wieder mit, da ist nichts, ich habe keinen Stress mit dem. So, diese Sache macht er die ganze Zeit, ja. Auch in Tweets, ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Dann hat er auch getweetet, den hört nothing oder sowas. Ähnlich hat er getweetet und sowas. Und er geht wirklich nie richtig so darauf ein, ja, und tut so, als hätten die kein Beef. Ja, natürlich ganz provokant, jeder checkt, was natürlich abgeht, aber er macht ja auch zum Beispiel auch mit 6ix9ine so, dass er einfach nur ignoriert. Er ignoriert das Ganze und antwortet nie direkt wirklich darauf und ist sehr sarkastisch mit der Sache, ja. Und das ist natürlich für viele, viele Leute, die da mit der Person Stress haben, extrem provokant und extrem frustrierend, weil du willst ja irgendwie so diese Konfrontation manchmal und die Person ignoriert dich erstens oder ist komplett sarkastisch so, ne? Und ich glaube, das war so die Energie, die NBA Youngboy an DJ Academics nicht gefeiert hat, weil DJ Academics ja wusste, dass die Beef haben, aber trotzdem gesagt hat, die haben kein Beef. Und das war so dieselbe Energie, die Lil Durk die ganze Zeit hat, so mit, ich habe kein Beef mit niemandem, ich bin cool mit jedem, ey, wir sind für Peace, Stop the Violence, dies und das, alles cool, obwohl er voll im Krieg ist mit diesen Leuten, so, ne? Das ist, glaube ich, das, was NBA Youngboy so krass getriggert hat, so an DJ Academics, dass er das Gefühl hatte, dass er und Lil Durk so ein bisschen so auf Insider-mäßig gerade unterwegs sind und, ja, wie gesagt, sich so verhalten. So, ne? Ich persönlich finde das super smart von Lil Durk, dass er sich so verhält, dass er nicht darauf eingeht, so wirklich, oder beziehungsweise sarkastisch bleibt, weil das einfach für die gegnerische Partei extrem frustrierend ist, extrem nervig ist, weil die da einfach mit Ach und Krach versuchen, ihn zu dissen und dies und das, aber er die ganze Zeit sagt, ich habe nichts mit dem, alles cool, ich habe keinen Stress mit ihm, obwohl er ganz genau weiß, dass er absoluten Stress mit den Leuten hat. Anyways. Das hat, glaube ich, NBA Youngboy krass gestört. Also ich gehe davon aus, das persönlich, das ist jetzt keine absolute Meinung, aber ich denke mal, dass das so ein Problem war bei NBA Youngboy, dass er das Gefühl hatte, dass Academics und Lil Durk da so einen kleinen Insider haben, von denen er nichts weiß, weil er weiß ganz genau, dass sie Beef haben. So, ne?
Also, dann gab es Stress zwischen Amber Youngboy Academics und dann irgendwann hat Dirk natürlich auch ein bisschen Fett davon abbekommen und er wurde auf Twitter krass beleidigt, ne? Also namentlich natürlich dann direkt und auch die Freundin von oder Ex-Freundin, Freundin, was auch immer die da gerade haben. India wurde auch gedisst, namentlich und beleidigt und dies und das. Ja, er ist halt komplett durchgedreht, ne? Bei einer Sache, wo man eigentlich denken würde, ist doch voll harmlos. Academics hat gesagt, ihr habt kein Beef. Warum drehst du jetzt komplett durch? Ich habe euch ja gerade erklärt. Ich habe das Gefühl, dass Amber Youngboy da so einen kleinen Insider gesehen hat, weil dass die keinen Streit haben, wurde mit ihm so nicht kommuniziert, so, ne? Anyways. Auf Twitter extrem beleidigende Sachen gesagt. Ich würde das jetzt am liebsten vorlesen, so, aber weil wir das jetzt auch auf YouTube posten und so, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt so die richtige Entscheidung wäre. Aber ihr könnt ja gerne selber mal schauen, was er da getwittert hat. Auf jeden Fall schon echt gottlos. Auf jeden Fall ein paar Sachen, die er da gesagt hat. Und ihr wisst ja, dass Lil Durk vor einem Album bald droppt. Da kommt bald ein Album, also nächsten Freitag kommt ein Album, darüber werden wir nochmal in der nächsten Folge dann dementsprechend noch sprechen. Hat er ja schon angekündigt vor einigen Tagen, dass ein Album kommt von ihm. Und ich glaube, die meisten sind extrem gehypt darauf, dass ein Album kommt, ne? Passend dazu hat Amber Youngboy jetzt ganz vor kurzem, vor 2 Tagen, einen Livestream gemacht, wo er erstmal natürlich beleidigt hat, Songs gepreviewt hat und dementsprechend dann auch anschließend sein Mixtape, was jetzt rauskommt, angekündigt hat mit Albumcover und welches jetzt am selben Tag wie Lil Durks Tape rauskommen soll. Ne? Natürlich eine ganz klare Ansage gewesen, um zu provozieren. Hat ganz schön gut Promo auf jeden Fall damit gemacht, so mit der ganzen Situation, wie er durchgedreht ist auf Twitter und auf Instagram. Und natürlich für die Fans ist jetzt, okay, wir haben das NBA Youngboy Tape und das Lil Durk Album. Und ist natürlich ein richtig gutes Momentum für NBA Youngboy, geiler Moment für ihn, da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schnappen. Ich persönlich fand die Situation von NBA Youngboy Seite richtig, richtig traurig, richtig, richtig armselig so, weil. Digga, du droppst jetzt wirklich jede Woche ein Scheiß-Tape. Ja, wir haben jetzt schon fucking über 20 Alben von denen in den letzten 2 Jahren bekommen. Ja, gefühlt oder vielleicht sogar mehr. Und jetzt hast du es so krass nötig, in der Situation jetzt in derselben Woche wie Dirk zu droppen und jetzt so krass durchzudrehen, nur weil Academics eine Sache gesagt hat, die jetzt nicht so krass stimmt, anscheinend. Willst du jetzt so eine Welle machen? Also ich weiß, wir haben ja sehr viele NBA Youngboy-Fans, aber der Typ geht mir echt krass auf den Sack die letzte Zeit. Wirklich, Alter. Der Typ ist mir so ein Crybaby, Alter. Heult die ganze Zeit rum und oh mein Gott und dies und das. Alter Falter, ja. Und Lil Durk, wie er das macht, super, super classy. Ja, der wurde ja auch auf der Straße gefragt von einer Dame, ob, ja, dementsprechend wegen Academics, ne, ob da wirklich Beef ist zwischen ihm und NBA Youngboy. Und er, natürlich sarkastisch, wie er ist. Ich habe euch das ja schon erklärt gerade eben, wie er sich gerade so ein bisschen verhält. Wir haben kein Beef, alles ist cool. Ich habe mit niemandem Stress. So, und steigt ins Auto ein und hat noch, glaube ich, noch so einen kurzen Drip-Check gemacht, wo er so sein Outfit so gezeigt hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist halt so, dass die Energie, die Lil Durk gerade so mit sich bringt, obwohl er ganz klar in dem Album, was jetzt rauskommen wird, ganz klar dissen wird, ja. Zu 100%, wenn wir NBA Youngboy dieses hören, zu 100% wird er da krass auf die Kacke hauen. Und es ist halt einfach unnormal krass, wie du mit so einer Sache provozieren kannst. Ich habe auch ein Beispiel mitgenommen. Für die Leute, die nicht ganz verstehen, so was genau NBA Youngboy so krass triggert. Damals, als Bushido und Manuel den Beef hatten, ja, also für die Leute, die nicht wissen, aber vielleicht einige von euch werden vielleicht die Zeit zurück erinnern können. Damals, als Manuel und Bushido Beef hatten, hat Bushido auch sowas Ähnliches gemacht. Er hat NBA Youngboy, er hat ja Manuel sind einmal auf den Song, ich weiß nicht, ob das war Stern oder so, hat den gedisst und hat halt diesen Line gehabt mit in Berlin einen W-Nigger, so, weißt du? Halt dieses Wortspiel mit W-Nigger, so. Und Manuel sind es jahrelang durchgedreht und hat gesagt, Digga, der hat mich in den Song das N-Wort genannt und dies und das und bla bla bla, wie kann das sein und dies und das in Interviews gegangen und das war ja auch sein Recht gewesen, so damals, ne? Und als man jedes Mal, als man Bushido gefragt hat, hast du eigentlich Manuel auf dem Song beleidigt, weil W-Nigger ist ja schon ein guter Zufall, so, ne? Meint er die ganze Zeit, nee, ich habe ihn nicht gelöscht. Nein, ich meinte ihn nicht. Das war nicht an ihn gedacht. So. Also, die Line war eigentlich, so wie ich es gesagt habe, aber das war auf jeden Fall nicht an Manuelsen und ich würde ihn niemals dissen. Solche Sachen hat die ganze Zeit Interviews gemacht. Obwohl jeder wusste, dass du Manuelsen gedisst hast. Und das hat Manuelsen halt so krass wahnsinnig gemacht damals. So. Und
Genau dieselbe Energie hat gerade Lil Durk. So. Jeder weiß, dass du die gerade am Dissen bist. Jeder weiß, dass du gerade hier in Songs definitiv auf die Kacke hauen wirst mit dem nächsten Album. Aber wenn man dich fragt, hast du Stress mit ihm? Sagt er, nö, ich habe keinen Stress mit ihm. Kein Beef. Alles cool. Wir sind cool. We squash the beef und dies und das. So. Ne? Und das ist halt, glaube ich, für eine Person, mit der du Streit hast, unnormal frustrierend, unnormal nervig, unnormal abfuck. Ja. Weil. Die wollen ja diese Konfrontation, beziehungsweise NBA Youngboy will das ja anscheinend voll. Ja, der will die ganze Zeit auf die Kacke hauen und disst jetzt India schon vermehrt, also öfters schon gedisst jetzt die Freundin von fucking Lil Durk, so was ja auch eigentlich ein No-Go ist, so. Und Lil Durk geht einfach nicht drauf ein, ja. Geht einfach nicht drauf ein, es sei denn, es ist musikalisch oder leider hoffentlich nicht straßenmäßig, so, ne. Aber Lil Durk geht einfach auf. Letzte Zeit schon längerem nicht mehr auf so eine Scheiße ein, ja. Mit 6ix9ine zum Beispiel hat er schon längst, geht er gar nicht mehr drauf ein. So, gar nicht mehr drauf eingehen. So, und das macht jetzt nur so musikalisch. Und das ist halt, was ich an Lil Durk halt so krass finde, wo ich auch sage, er ist der Gewinner, was das angeht. Und musikalisch, sage ich dir ganz ehrlich, ich werde natürlich erstmal das Lil Durk-Album hören, bevor ich mir das scheiß Mixtape von. Ich muss das Mixtape ja hören, wegen euch, so, wegen dem Podcast, so, ansonsten würde ich mir das gar nicht geben. Weil ich habe gar kein Interesse an irgendwie Musik von NBA Youngboy noch. Jede Woche kommt ein scheiß Tape und jede Woche hört sich das scheiß an wie letztes Mal und Digga, es reicht irgendwann, ja. Ich kann ja verstehen, für viele ist das der Go, für viele ist das der krasseste Rapper überhaupt. Alles schön und gut. Aber jetzt auf Cloud Chasen mäßig, so jetzt am selben, selbe Woche droppen wie Lil Durk, ja, mein Gott. Nicht, dass es das erste Mal war, dass er das gemacht hat. Ne? Das hat er schon öfter gemacht. So. In derselben Woche droppen wieder Gegner. Aber was er nicht versteht, ist, das ist halt einfach so die Falle, in der er ganze Zeit reintappt von Lil Durk. So, ne? Also Lil Durk genießt das mit Sicherheit, weil er macht das einfach so, er macht das so perfekt, er macht das so gut. Dieses Provozieren, dieses Herauszögern, das ist ja für ihn auch einfach nur Promo am Ende des Tages so. Und wie er darauf reinfällt, ich kann nicht verstehen, wie dumm NBA Youngboy sein kann, darauf reinzufallen. Ne? Aber gut. Ich freue mich sehr auf das neue Lil Durk-Album. Darüber werden wir auch auf jeden Fall intensiv sprechen. Bin sehr hyped auf das Tape. Das NBA Youngboy-Album, darüber werden wir auch reden. Ne? Werden wir auch sprechen. Ich bin kein NBA Youngboy-Hater. Schon so ein bisschen, aber ich bin nicht so wirklich so jemand, der ihn wirklich abgrundtief hasst. So. Aber ich finde das absolut corny. Und auch im Livestream, wie er da anfängt zu beleidigen. Und auch, ganz ehrlich, das muss ich auch noch mal kurz sagen, ne? In den Livestreams haben wir ja so ein bisschen Songs gehört, die geleakt worden sind, Digga. Die Songs, die er da geleakt hat, oder nicht geleakt hat, gepreviewt hat, sorry, hören sich doch eins zu eins an, so wie die Songs, die er letzte Woche schon gemacht hat, Digga. Also das sind doch jedes Mal die gleichen Songs. Oder bin ich behindert? Das ist ein anderes Thema, ich will gar nicht drauf eingehen. Ihr werdet ja den nächsten Mixtape hören, da werden wir ein Album-Review abgeben zu den beiden Tapes. Und ja, machen wir da mal Cut. Ja, setzen wir da mal einen Schluss und reden wir über das andere Thema. Über das etwas spannendere Thema. Oder nein, nicht spannendere Thema, eigentlich eher traurigere Thema, so. Tory Lanez, ja. Für mich, ihr wisst ja, mein absoluter Lieblingsrapper. Ihr wisst ja auch, was da passiert ist mit Megan Thee Stallion. Muss man sich wieder darauf eingehen. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass Weezy, oder ihr wisst das ja schon, dass Weezy ein intensives Video über das ganze Thema gemacht hat, über den Case gemacht hat. Wenn ihr das nicht versteht, gerne das Video von Weezy abchecken. Da ist er drauf eingegangen. Aber ihr wisst ja, wie gesagt, ne, er wurde verurteilt, also als schuldig erklärt von der Jury und dementsprechend wartet er jetzt einfach nur darauf, wie viele Jahre er sitzen muss. Ja? Und als er in der Untersuchungshaft war, hat sein Anwaltsteam natürlich alles getan, um ihn frühzeitig rauszukriegen. So, ne? Und ist natürlich dementsprechend den Weg gegangen, ein Retrial zu veranlassen. Das heißt, du gibst dem Richter, wie soll ich das am besten sagen, Unterlagen bzw. Dokumente, wo du einfach eins zu eins erklären musst, was alles in dem Fall falsch gelaufen ist, vor Gericht falsch gelaufen ist, dass dein Mandant es nicht verdient hat, verurteilt zu werden und musst es dementsprechend dem Richter halt vorzeigen, ihm beweisen, dass es ein Retrial geben muss, dass man diesen Trial nochmal machen soll. Damit man ein richtiges Urteil rausbekommt. So, ne? Im besten Fall natürlich, dass Tory Lanez rauskommt, weil aus deren Sicht das zu Unrecht
passiert ist, ne, zu Unrecht verurteilt wurde. So. Das hat das Anwaltsteam versucht, die haben ja über 80 Seiten geschrieben, dem Richter gezeigt und der Richter hat gesagt, ey, alles schön und gut, da waren viele Punkte okay, aber einige Punkte, die ihr da angesprochen habt, die hättet ihr im originalen Trial behandeln müssen. Das sind jetzt neue Beweise, die zwar gut sind, ne, die auf jeden Fall euer Mandanten helfen kann, aber jetzt in dem Fall bringt es mir nichts. Ne? Bringt es mir nichts. Ich kann ihm kein Retry geben. Ja? Tory Lanez muss ins Gefängnis. So. Natürlich eine riesen Enttäuschung gewesen für viele Fans. Auch für mich gewesen, natürlich als Fan so. Aber am Ende des Tages muss Tory Lanez die Verantwortung tragen, weil er sich in dieser Situation gegeben hat. Wir wissen immer noch nicht so ganz, was passiert ist an dem Tag. Ja, keiner weiß das. Aber Alter, ne? Ein Rapper in der Größe darf sich nicht mit einer anderen Rapperin in der Art und Weise streiten, dass es so eskaliert, dass man jetzt irgendwie vor Gericht steht. So, ne? Das darf nicht passieren. So, ganz egal, ob er jetzt geschossen hat oder nicht geschossen hat, ob das jetzt die beste Freundin war, sehr wahrscheinlich. Ist egal, wer geschossen hat. Ne? Aber du darfst nicht in so eine Situation kommen als Top-Rapper, ne? Mit dem Status, den du hast. So. Anyways, der Anwalt von Tory Lanez hat es nicht geschafft, den Richter davon zu überzeugen, dass Tory Lanez zu Unrecht verurteilt wurde. Obwohl die, wie gesagt, gute Beweise hatten, gute Begründungen haben, die haben ja nochmal einen DNA-Test gemacht, einen neuen DNA-Test gemacht, wo die DNA von Tory Lanez zu 0% an der Waffe war, so. Aber da meinte auch der Richter, ja, das habt ihr jetzt nochmal neu gemacht, oder damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ne? Also, das ist alles so, man muss dem Richter am Ende des Tages auch sein Recht, seinen Hack geben, so. Er kann nichts machen, so, ne? Es sind super neue Details hier bekommen habt, super neue Indizien und dies und das, die definitiv gut von dem Mandanten sind, aber das sind einfach Dinge, die hätten schon vorher beim richtigen Trial passieren müssen. Das waren Dinge, die hätten hier schon vorher vorzeigen müssen, behandeln müssen und das ist halt einfach nicht passiert. So, ne? Das heißt, der alte Anwalt von Tory Lanez hat absolut verkackt und das konnten auch die neuen Anwälte von Tory Lanez nicht gerade biegen. So. Und dementsprechend wird Tory Lanez auf jeden Fall ins Gefängnis kommen. Ich habe gerade gesehen, es sollen angeblich sogar 9 Jahre sein. Keine Angst, Leute, es werden auf jeden Fall keine 9 Jahre sein. So kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Aber es wird auf jeden Fall Minimum 3 Jahre. Minimum 3 Jahre. Dann gibt es natürlich auch die Option, ihn mit der Abschiebung nach Kanada zurück. Ich meine, Kanada ist jetzt auch nicht das schlimmste Land der Welt, aber als Rapper wie Tory Lanez ist es schon sehr, sehr vorteilhaft, wenn du in Amerika definitiv deine Shows machen kannst, deine Musikvideos machen kannst, deine Connections in Amerika hast, ist schon sehr vorteilhaft für ihn und deswegen ist es sehr viel Geld, was er verliert, wenn er nicht mehr in Amerika leben kann. Es ist absolut traurig, Mann. Absolut traurig für ihn, weil er ja auch vor Gericht gesagt hat, bitte ruinieren Sie mein Leben nicht. Ich könnte Ihr Sohn sein, ich könnte Ihr Bruder sein. Das waren seine Worte vor Gericht. Der Richter konnte darauf nicht antworten. Ne? Also, was soll er dazu sagen? Ja. Ich bin echt wirklich traurig darüber, muss ich ehrlich zugeben, so. Weil ihr wisst ja, was für ein großer Tory Lanez-Fan ich bin. Ich liebe Tory Lanez, ich bin wirklich ein krasser Tory Lanez-Fan. Ich nehme ihn immer in Schutz, egal was es ist. Aber es ist jetzt so, wie es ist, Mann. Also natürlich gibt es da noch eine Chance. Man kann noch mal auf Berufung gehen, so. Aber das dauert halt in Amerika wirklich über Jahre. Ne? Das war wirklich so die letzte Chance, die Tory Lanez hatte, seine Karriere noch mal zu retten. Wobei ich auch sagen muss, seine Karriere ist noch nicht vorbei. Also, ey, Lil Waynes größter Erfolg war, als er im Gefängnis war. So, ne? Da hat er glaube am meisten verkauft in seiner gesamten Karriere. So. Tory Lanez ist natürlich nicht Lil Wayne, aber ein extrem talentierter Künstler, der auf dem Album Daystar ja schon gesagt hat, dass er definitiv Musik ready hat, falls der Fall kommt. Also laut seinen Worten meinte er, wenn die Lügen von Megan Thee Stallion sozusagen gewinnen, habe ich auf jeden Fall Musik für euch ready, die ich veröffentlichen kann, während ich im Gefängnis bin. Ja, für mich ein ganz, ganz verrückter Trial, ganz, ganz verrückter Case. Sehr, sehr weirde Sache. Bis heute wissen wir nicht, was passiert ist. Und in der Situation trotzdem jemanden ins Gefängnis zu packen, ist heavy. Ist wirklich heavy. Ist wirklich, wirklich heavy. So viele unschlüssigen Aussagen, egal von wem.
Alter, das ist krass, Mann. Das ist wirklich krass, Mann, Alter. Ich hätte das vor, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass das so rüber, dass das so passiert, hätte ich gesagt, ja, du lügst mich an. Auf gar keinen Fall passiert das so. Krass, krass, krass. Wirklich krass, Mann. Digga. Keine Musik mehr von Tory Lanez, Mann. Irgendwann werde ich auf jeden Fall mal so ein Special-Video machen auf TikTok oder so, wo wir nochmal die Diskografie von Tory Lanez behandeln, so in Ehren von Tory Lanez. Ich möchte ihn auch nicht in Alter, ich möchte ihn auch nicht in Schutz nehmen oder sowas, weil ich sage euch ganz klar, ich sage euch meine persönliche Meinung, ja, und bevor jetzt die Leute kommen und irgendwie ein Problem mit meiner Meinung haben, das ist meine persönliche Meinung, jeder Mensch hat das Recht, eine Meinung zu haben, an alle Kim Jong-uns da draußen, die irgendwie ein Problem damit haben, sollte auch eine Meinung haben. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach nur, okay? Nicht sauer werden, das ist nur meine Meinung. Du kannst deine Meinung haben, aber ich habe meine Meinung, das ist nur meine Meinung, okay? Nicht sauer werden. Ich persönlich glaube nicht, dass Tory Lanez geschossen hat auf Megan Thee Stallion. Ja, ich glaube, dass Megan Thee Stallion, also was heißt ich glaube, Megan Thee Stallion hat ja nachweislich gelogen, sehr, sehr oft. Und das war mir einfach so zu heikel. Du kannst nicht so oft lügen, wenn du der Opfer bist, ne? Also, oder das Opfer bist. Dieses Lügen ein bisschen zu krass, too much, ein bisschen. Wir ja, haben Punkten, wo man einfach gar nicht lügen muss. Aber. Bin immer noch der Meinung, ganz egal ob er es war oder nicht, hat Tory Lanez zu 100% selber Schuld an der Situation. Ja, ist mir egal, ob er das war oder nicht, Tory Lanez hat zu 100% einfach Schuld an der Situation. Weil, Digga, du smashst schon Megan Thee Stallion, ja? Und dann willst du auch noch die beste Freundin von Megan Thee Stallion smashen. Alter, Bro, das Leben ist kein Wunschkonzert, okay? Und dann willst du dich auch noch mit den beiden streiten, Alter. Halt die Fresse, Mann. Sei ruhig. Halt's Maul, du kannst dich nicht mit Megan Thee Stallion streiten und mit der besten Freundin und du smash beide. Digga, was willst du noch im Leben haben? Was willst du noch? Was willst du noch? Ja, wie kannst du dann in solchen Situationen irgendwie kommen, wo du dich dann streitest und es handgreiflich wird und dann so eskaliert, dass dann irgendjemand auf einmal anfängt zu schießen? Ja, kann nicht sein. Ja, das darf nicht sein, sowas. So, und da kann man ihn auch am Ende des Tages nicht in Schutz nehmen. Ja, also du kannst nicht so dumm sein, ja, in 2020 so ein krasser Typ zu sein, ja, wo du Quarantine oder wie das doch hieß, Livestreams hast, die über die Decke gehen, so die krassesten Rekorde machen und dies und das. Und dann am nächsten Tag so hochnäsig sein, dass du dich mit diesem Megastar Megan Thee Stallion streitest und dann mit der besten Freundin und dann in so ein Techtelmechtel gerätst und dann selbst auf der Party versuchst, da wo die ja von der Party nach Hause wollten, versuchst mit Kylie irgendwie was anzufangen, so die Ex-Freundin von, also zu dem Zeitpunkt noch die Ex-Freundin von Travis Scott. So, Digga, in welchem Film bist du, Digga? Also, weißt du, ich meine, du bist jetzt auch nicht fucking Brad Pitt oder fucking. Bist jetzt irgendwie 007 James Bond-Film, so. Entspann dich mal, weißt du, was ich meine? So. Und dann beefst du dich auch noch mit denen und dann. Entspann dich einfach, weißt du, was ich meine? So. Und dann kommst du natürlich in solche Scheißsituationen. Ja, wo sich vielleicht zwei Freundinnen abgesprochen haben, wer weiß, who knows, keine Ahnung. Am Ende des Tages hat Tory Lanez selber Schuld, was da passiert ist, ja? So. Ob es war oder nicht. Er hätte niemals in die Situation kommen müssen. Punkt aus Ende. So, ne, wenn ich Megan Thee Stallion am Smashen bin, ich halte meine Fresse und werde dann auch nicht meckern oder so irgendwie eine große Klappe haben. Hat er aber leider gehabt. So, und dementsprechend ist er jetzt in der Situation. So, das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin einfach persönlich einfach nur super traurig darüber, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass er jetzt hier, dass Leute darüber reden, dass er 9 Jahre sitzen soll. Ne, oder überhaupt ein Jahr sitzen muss, 2 Jahre, 3 Jahre sitzen muss. Ne. Also das wird ja wirklich, er muss ja, er wird sitzen. Das ist ja keine Sache, wo wir jetzt noch großartig diskutieren müssen. Er wird auf jeden Fall sitzen. So. Und Tory Lanez ist wirklich von der Person her eigentlich eine sehr, sehr inspirierende Person, der auch wirklich reden kann. Er ist well spoken. Ich meine, sein Vater ist Pastor gewesen. Oder immer noch, ist noch immer noch Pastor. Und dementsprechend ist Tory Lanez natürlich auch aus Kanada ein bisschen bessere Bildung als viele Ami-Rapper. Sehr intelligenter Rapper, der wirklich eine sehr, sehr gute Karriere vor sich hatte, bevor die ganze Scheiße passiert ist. Und auch während der ganzen Kacke mit Alone at Prom und ne, die ganzen Tapes, die er gemacht hat, eigentlich wirklich auf guten Wege war. Auf guten Wege war endlich diese underrated Allegations zu besiegen, so weißt du, so. Ne? Und dann passiert einfach das. So, absolut traurig für mich. Und es hat Tory Lanez als Künstler einfach, als Mensch irgendwo nicht verdient, aber das ist jetzt die Verantwortung, die er tragen muss. Ne? Ne, auch an euch, so, ihr seht vielleicht keine Megastars, aber passt immer auf, man, passt immer auf, werdet nicht zu so hochnäsig, in gewissen Situationen, bitte begibt euch gar nicht in solchen schwachsinnigen Situationen, ja, wie Tory Lanez es gemacht hat, hätte er nicht machen sollen.
Natürlich weißt du nie, was passiert am Ende des Tages, aber es gibt manchmal so gewisse Grenzen, wo du halt weißt, okay, ich bin ein Megastar und ich darf jetzt nicht irgendwo in LA, in einer reichen Gegend, alkoholisiert durch die Gegend fahren und irgendwann anfangen, mit Megan Thee Stallion, auch ein Megastar, auf offener Straße zu streiten. Ja, also das kann nicht passieren, sowas. Das darf nicht passieren. Das ist passiert und das ist einfach unprofessionell gewesen von Tory Lanez und ganz egal, was an dem Tag passiert ist. Ich glaube nicht, dass Tory Lanez das war. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube es nicht. Ich habe mir das Album Days da angehört und habe mir gedacht, Digga, wie der das auf dem Album erklärt, wenn der Typ wirklich lügt, das muss ein Psycho sein. Ja, habe ich mir gedacht. Als ich das Tape gehört habe und er darüber gesprochen hat und über seine Erfahrungen und dies und das, was ihm widerfahren ist und so, dachte ich mir so, Digga, das kann doch nicht sein, dass er das wirklich war. Das ist ja, gestört, wenn er das wirklich war. Aber er ist jetzt in eine Situation gekommen. Jetzt muss er das gerade rücken. Ich meine, die Wahrheit kommt am Ende des Tages immer raus. So, das heißt, das dauert aber, es hat seine Zeit. Ja, das war es eigentlich auch nur damit so. Mehr habe ich auch nicht zu sagen zu dem Thema Tory Lanez. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Was sagt ihr überhaupt? Ja, seid ihr der Meinung, Tory Lanez war das? Oder denkt ihr, ey, ich glaube, Megan Thee Stallion sagt die Wahrheit? Gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte Meinungen respektieren und gerne normal diskutieren so. Jeder Mensch hat das Recht, eine Meinung zu äußern. Und ich mag das nicht, wenn man jetzt nur, weil man jetzt sagt, ich glaube, dass Tory Lanez das nicht war, als keine Ahnung, was abgestempelt wird, so nur weil du einfach nur gewisse Fakten nicht so ganz verstehen kannst. Beziehungsweise nicht gewisse Fakten nicht, sondern gewisse Dinge einfach hinterfragst. So, ne? Fakt ist ja Fakt. Aber ja, egal. Das ist meine persönliche Meinung. Das war eure Podcast-Folge Represent Germany. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Gerne auf den anderen Plattformen folgen. Eine Bewertung abgeben auf Spotify, auf der anderen Plattform, auf iTunes, Apple Music, wie das auch immer heißt, oder Amazon Music. Wo auch immer ihr eine Bewertung abgeben könnt, bitte sehr gerne machen. Auf YouTube sehr gerne kommentieren und liken. Ja? Also kommentieren ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir wollen natürlich auch irgendwo ja, eure Antwort haben. Wir wollen natürlich irgendwo auch eure Reaktion haben. Und ihr könnt sehr, sehr gerne einfach mal einen Kommentar ablassen und eure Meinung dazu sagen. Und wir interagieren auch und wir antworten natürlich auch den Kommentaren. Genau, Leute. Peace out. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit Reezy Machiavelli. Ja, der ist wieder ready für euch. Und ja, Mann, dann werden wir auf jeden Fall auch die Meinung von Reezy hören. Weil es wird auch super interessant. Lil Durk haben wir. Und mal schauen, was Lil Durk so mit Reezy so anstellt, musikalisch, so, ob er das feiert oder nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen. Und ja, Mann, peace out. Wir sehen uns nächste Woche.